So, weiter geht's. Gleiches Setup wie letztes Mal. Nichts geändert, kein Schwänzel oder sonst wie was. Das heißt, wir können heute ungestört wieder Sachen machen, ohne im Hintergrund Geräusche zu hören, wie zum Beispiel, das sieht doof aus. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Runde 3, Stream Nummer 3 und hoffentlich heute nachher auch Orden Nummer 3 in Pokémon Infinite Fusion. Herzlich willkommen erstmal an alle. Wir fangen erstmal gleich wieder an mit einem kleinen Rückblick und dann, was unsere Auswahlmöglichkeiten sind und wofür ich mich dann letztendlich entscheide, ohne irgendjemanden darauf einzubeziehen, weil ich ein krasser Penner bin oder so. So, aber erstmal, zwei Orden haben wir und sehr viele Pokémon auf der Auswahl. So, wir haben jetzt als erstes Pokémon das Anomeleon, ja, aus Clownfossil, Anorith, meine ich, und Glutexo. Dann haben wir immer noch Glotto, Kabuto und Yanma. Legendäres Pokémon Dummiesel und Nidoking, Austoss und Pikachu und das doppelte Togepi. Auf jeden Fall alle gut gelevelt. Ich glaube, auch teilweise ein bisschen zu hoch für den aktuellen Arena-Leiter. Deswegen würde ich halt auch damit anfangen. Die Alternative wäre halt das Elektrizitätswerk und die Höhle da. Können wir machen und dann natürlich auch die Trainer und so, aber bevor der hier noch schwächer wird, der Arena-Leiter, sorgen wir direkt dafür, dass wir den jetzt einfach machen. Jetzt kommt uns aber erstmal ein Matrose entgegen. Das heißt, er kommt mit einem sehr coolen Pokémon an. Pflanze Donner. Teilweise doof wegen Stein, aber teilweise gut wegen Feuer. Und ich war erster. Easy. Also wechseln wir mal auf Glotto. Machen wir einfach mal drauf. Dass man zuerst angreift. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall wieder hochheilen und wieder so effektiv, dass er one-hitted. Also jetzt rechne ich mit Glumanda und Pikachu. Yanbuto. Auch cool. Geht auch klar. Und wir kommen einfach mit Boden an. Und weg ist er. Dreimal one-hitted. Ich bin zufrieden. Damit haben wir schon mal das erste Vorprogramm erledigt. Von dreien und dann noch natürlich der Arena-Leiter. Aber erstmal kriegen wir ein cooles Glurak. Also hat sich der Titel sehr schnell gelohnt. Ja, erledigt natürlich. Kann man machen. Sven will jetzt weinen. Ich finde es aber cool, dass es jetzt der gute Anorak. Tatsächlich auch witzig, wenn man Sandan und Abra und nimmst du einen Sandan und einen Abra, dann heißt die Fusion Sandra. Wollte ich noch mal kurz auf euch wirken lassen, diese Fusion. Unser Doppel-Togepi ist jetzt auf Stufe 19. Geht gut los aktuell. Bin zufrieden. Kann man auf jeden Fall merken. Zweite Fusion schon. Fusionsentwicklung. Der doppelte Togetic ist jetzt nicht krasser als das normale Togetic. Vom Aussehen her. Aber Aussehen ist ja nicht alles. Na, sieht man ja an meinen Mitkollegen. Und direkt getroffen. Also die Reihenfolge ist geschafft. Nummer 1 und 2. Da wartet der Trainer. Der Arena-Leiter meine ich natürlich. Der natürlich jetzt auch hart auf die Schnauze bekommt. Ich entschuldige mich natürlich schon jetzt mal im Voraus, dass wir jetzt innerhalb von 9,5 Minuten das komplette Programm hier durchhasseln. So, 24-25. Das kann einfach jetzt One-Shot-Battle sein. Muss man einfach mal eingehen, das Ding. So, muss man einfach mal eingehen. Er wird es jetzt natürlich auch hitten. Wir überleben es aber auch gut. Das macht er natürlich eine Super Potion. Wir heilen uns aber gegen durch den Megasauger. Also auf jeden Fall mit Blut. Ne, Quatsch, ist ja gar nicht Blutzug. Das ist ja Merapla. Die Weiterentwicklung. Ach, scheiße. Ja, ihr wisst wie. Das hässliche Sabberviech. Das sieht man ja. Ich meine, er ist Gesteinflug. Gesteinfeuer. Das bringt mir aber nicht viel, weil ich keine Gesteinsattacke habe. Deswegen einfach ein bisschen Flame Charge und dann sollte das auch klappen. Und ist auch weg. Damit stehen wir jetzt 3-0 in Führung. Nee, Quatsch, 2-0. Ich bin schon ein Pokémon weiter. Ich kann ja in die Zukunft gucken. Okay, doppelt. Das ist doch jetzt doppelt Elektro, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. So, zweimal Mudshot, dass ich halt immer als Letztes schießen darf. Aber Yamto überlebt es halt nicht. Machst halt nichts, aber hey. Wir gehen einfach jetzt mal unsere Pokémon durch. Er hat ja in der Theorie noch einmal eine Super Potion und die nutzt er auch, wollte ich gerade sagen.
Weil G. Ja, okay. Das hat eh keinen Unterschied gemacht. Und war noch Crit. Na gut, GG. Ist jetzt eine 1 gegen 1 Situation hier. Und da werden wir jetzt auch einfach mal. Auch wenn es natürlich auch ein bisschen verschwenderisch wirkt. Aber machen wir trotzdem einfach einmal gegenhalten. Vor allem auch damit wir unsere Paralyse wegkriegen. Dann macht man einfach einen Flameshot hinterher. Damit man danach natürlich dann die Paralyse kriegt. Hat sich ja gelohnt. Und jetzt darf er natürlich als erstes hauen, obwohl ich den Flame Charge habe, wodurch ich schneller werde. Aber ist natürlich nur gewesen, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Easy Game, haben es geschafft. Gar kein Problem. Wir gehen jetzt erstmal in die Höhle, würde ich sagen. Aber vorher machen wir noch, spielen wir mal gegen Heidi. Ich brauche übrigens einen Evoli. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber wir brauchen unbedingt einen Evoli. Ich habe Flash, also ich könnte jetzt einfach hell machen. Dreht mir den Hintern zu und kommt da mit einem Schlurp. Schwierig. Es sind Fusionen, die sind einfach schwierig. Die sehen dann erstmal cool aus und später sehen sie dann einfach nicht mehr geil aus. Oh, cool. Pinsel Marshop. Aber auch irgendwie cool mit denen. Das hat was. Vor allem das Gesicht erinnert mich an einen Digimon. Und der Bauch der erinnert mich an Horrorfilm. 26! Hype. Wie sind die nochmal? Bella. Achso, wir sind durch. Ah, nice. Wollen wir trotzdem hier nochmal gucken? Nee. Ah, sind durch. Cool. Ja, stimmt, genau. Und da sind wir in der Geisterstadt. Ja, schon mal cool. Links gab's Ponitas. Wir haben Pokémon einbekommen. Für 5000. Wehe, das ist ja scheiße. Ein blaues Ei nehmen wir aber mit. Ein blaues Ei klingt cool. Er hat gesagt, ich habe kein Ei, ich habe ein blaues Ei. Da hat man da schon Bock drauf. Meins? Vulpix Meta. Vulpix. Ja, geht doch. Gut. Ehre. Krieg einen Namen. Vulpix habe ich immer nach meinem Hund benannt. Gehört dazu. Aber solche Sachen wie, was ist im Ei drin und so, da ist, das will ich natürlich eigentlich gerne on-stream zeigen. Seltenes Pokémon oder Ei ausbrüten. Morgen übrigens, Stream, weiß ich noch nicht. Also, ich bin zu weit gelaufen. Scheiße. Reden und strategisch outplayen? Nick. Okay, wieder nichts Cooles dabei. Speichern und drauf runterlaufen. Gar kein Problem. Kennt man ja. Aber ich will auch gerne wissen, was deinem blauen Ei ist. Ja? Der Preis hängt so an. Hier willst du ein blaues Ei haben. Runter. Also mein Gast ist, wir brüten gleich das Ei aus. Blaues Ei? Ich glaube, wir sind wieder Evoli. Also ich glaube, Evoli oder ein Wasserstarter. Das sind meine Anforderungen. Weil ein blaues Ei angepriesen, ja? Das kann doch richtig krass sein. Diese 10 Kilometer, ey, ne? Das ist schon krass. Dafür muss auch was Cooles bei rumkommen. Fragen über Fragen. Nice. Pünktlich 2 Minuten danach. Komm. Was coole. Vielen Dank fürs Einschalten. War cool? Haut rein. Und ciao. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life.
Feel my pain when it comes to me.